So ist, hier ist er wieder, der Void Doctor mit Phantasy Star 3 Disaster Edition. Weil es wird ein Desaster sein, solange ich das spiele. So, Prinz Reis, seine Verlobte wurde entführt von fliegenden Mutantenmonstern, ein Monster. Und jetzt wandern wir hier blind durch die Gegend, um sie zu finden. Angegriffen werden wir dabei von diesen Viechern. Und die vernichten wir jetzt mit unseren kleinen Messerchen, von denen wir zwei haben. So, jetzt marschieren wir einfach erstmal weiter, gehen Osten und Süden und suchen mal nach einer Spur. Und alles, was wir wissen, ist, dass, nun ja, unsere Verlobte nicht mehr in unserer Heimatstadt ist. Und dass unser Vater will, dass sie aufgeben. Dass wir sie aufgeben. Nur das ist natürlich für diesen Psychopathen, ich meine diesen Prinzen, außer Frage. Das wird nicht passieren. Gut, jetzt müssen wir schon mal etwas mehr überlegen. Genau. Was machen wir? Greifen diese Viecher an, die wir noch nicht kennen. Das sind eigentlich gehörnte Ratten. Na gut. Erledigt. Und jetzt starten wir mal. Ha! Viecher vernichtet. Oh, er hat überlebt. Ha, aber jetzt nicht mehr. Das Eindon. Ha, gut, dass wir so viel Zeug gekauft haben. So, dich zerschnetzeln wir, du komische Ratte. Na komm, jetzt hör auf, uns voll zu zaubern mit diesem Gra-Technik. So, du bist auch kein Pokémon. So, weg damit. Na, jetzt haben wir schon das erste Mal wieder eine ordentliche Ladung Erfahrungspunkte und Geld gekriegt. Und jetzt sind wir auf der Suche nach irgendeiner komischen Spur. Eine Spur. Gut. Die Frage ist natürlich, ob wir irgendwas finden oder ob wir verrecken, bevor wir da ankommen. Ich gehe mal lieber nicht zu weit nach Osten und gehe mal lieber mehr nach Süden. Und gucke mal, wo wir hier landen. Das Problem ist natürlich... Oh, okay, okay. Solange die Monster noch relativ harmlos sind, macht das ja nichts. Ich denke, ich werde einmal heilen und wenn es dann wieder mit mir zu Ende geht, kehre ich um, bevor ich hier fernab sterbe. Hm? Was ist das denn? Oh, irgend so eine Art Basis und hier ist eine Höhle. Gehen wir mal zuerst in die Höhle. Ja. Also gut. Versuchen wir es nochmal. Na gut, da die Viecher alle gleich sind. Autsch. Autsch. So. Das könnte schon eine Weile dauern. Gut, dass ich sie immer noch in einer Runde umbringe. Igitt, wir sind vergiftet. Und wir können uns nicht bewegen. Oh doch. Oh, für einen Moment hatte ich schon Ärger. Mir Sorgen gemacht, meine ich. Oh, ich bin aufgelevelt worden. Dann gucken wir uns das jetzt mal an. Ah ja, genau, dieser Knopf geht ins Menü. Ah, bin ich dämliches Schwein. Na gut, jetzt haben wir die Intelligenz ist nicht mehr so stark. Ist ein bisschen angestiegen jetzt. Dann haben wir eine 7. Ja, der Rest ist angestiegen. Hier und da ein bisschen. Na gut. Und 2 Trefferpunkte mehr. Das ist doch schon mal was. Wir haben 34 Meseten. Techniken haben wir noch gar keine. Und demnächst müssen wir wahrscheinlich irgendwann unseres erstes Item Monomat nehmen. Aber genau, jetzt kann ich doch mal versuchen, den Monitor zu benutzen. Use. Genau, hier kann ich ihn benutzen und ich kann sehen, wo ich bin. Ich kann sehen, dass da rechts noch was ist. Und ich kann sehen, dass da unten noch irgendwas Wüstenähnliches ist. Wow, das hat jetzt was geholfen. Gut. Quasi eine Art Weltkarte. Oh, die Hülle ist blockiert. Ah ja, er ist vorher reinmarschiert. Naja, gut. Nehmen wir mal an, die Hülle ist blockiert. Etwas weiter innen. Wo wir nicht hingucken können. Ach komm. Ich habe gerade 3 von den Viechern gleichzeitig fertig gemacht. Jetzt kommt diese kleine Selbstmörderratte nochmal angeschissen hier. Ja, natürlich habe ich gewonnen. Wir kämpfen gegen Ratten und kleine Küken. Na, das ist noch keine Herausforderung. Außer natürlich, wir rennen den ganzen Tag hier rüber um. Warum greifen die uns eigentlich an? Ist hier eine Art Tollwutseuche ausgebrochen oder sowas? Ach komm, yay, jetzt reicht's aber. Ja, jetzt macht sich Prinz Reis anscheinend auch Sorgen, symbolisiert durch die Wechsel der Musik. Oh, wir sind immer noch vergiftet. Ich habe keine Ahnung, was da als Gift bewirkt. Wir verlieren keine Trefferpunkte. Zumindest nicht so, weil ich das sehen kann. Naja. Schauen wir mal.
Komisch. Na gut, wir benutzen erstmal eine Mesete. Ich meine eine Monomate. Und es wird nicht. Ah, jetzt wissen wir also, wie Gift funktioniert in diesem Spiel. Es hat mich nur eine Monomate gekostet. Jetzt brauchen wir also ein Antidoof. Und komm zurück. Ein blödes Menü. Und jetzt nehmen wir das und heilen uns. Ah, scheiße, dass das Geräusch immer gleich ist, ne? Muss man essen. Oh, hier ist eine Brücke. Okay, gut. Jetzt dürfen wir aber nicht mehr so lange hier rum. Och, komm. Und was zum Geier ist das? Ne, da rennen wir mal weg. You try to escape. Und wir sind weggelaufen. Gut, das geflügelte Viech war anscheinend nicht so schnell. Und hier haben wir eine zweite Stadt. Na gut. Dann schauen wir mal. Welcome to City 2, oder was? Und nein, damit geht's ins Menü. Los, komm, aufhören, raus da. Willst dich anquatschen, nicht deine Sachen durchwühlen. Willkommen in der Stadt von Ilan, Reisender. Yep, der Reisende ist gekommen. Und diesmal wissen wir, das ist ein Hotel. Und darum speichere ich mal schnell, ehe noch irgendwas Schreckliches passiert. Und danach geht's weiter. Ja, ja, ich weiß, pennen. Ja, und jetzt darf ich speichern. Yep. Genau, jetzt überschreiben wir das. Level 3. Und weiter geht's. Be careful, ich weiß. Gut, jetzt kriechen wir mal nach oben hier in unserem super Schneckentempo. Und hier ist nichts, außer 6 Betten. Na gut, das war witzlos. Und da wir so wenig Geld haben, kann ich eigentlich nicht viel mehr machen, außer da zu rennen, wo ein Fass ist. Und mal jetzt klüger in Geld in Sachen zu investieren. Sehen, wir brauchen eine Monomate mehr. Genau. Dafür, dass wir 2 verbraucht haben. Und ein Antidote. Gut. Okay, noch ein Monomaten-Ding. Denn Sterben macht keinen Spaß. Unser Geld fast wieder weg. Und eine Escape-Pipe können wir uns immer noch nicht leisten. Und was wir richtig brauchen, wäre dieses Teleport-Ding. Nicht, dass aus einem Dungeon rauszukommen ist zwar nützlich. Richtig nützlich ist es aber, von einem Ende der Wildkarte zur nächsten Town zu zappen. Nun, gibt es hier irgendwas für die 19 Meseten, die ich habe? Nee, nee. Was ist eine Force-E-Mail? Fällt mir zu nichts ein, vielleicht später. Force-Emailiert, emailiert. Wieso beschäftigt mich das so sehr? Gut, hier gibt es auch Kurzschwerter und ein Force-Slr. Das ist diesmal eine Waffe. Keine Ahnung. Force-Slasher vielleicht? Würde mir nicht es erklären. Ach, ich bin lieber mal gründlich und gehe auch mal hier oben lang. Wer weiß, was hier noch auf mich wartet.